Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch noch mal ein Diamond Painting zeigen. Ich habe hier die Regenbogenrose und freue mich da sehr drauf, weil das eine Arbeit ist, wo man zur Ruhe kommen kann. Das ist fast meditativ. Da braucht man nicht viel nachdenken. Ich mag das, die Steinchen aufzunehmen. Man nimmt ja jeden Stein einzeln auf, klebt ihn drauf und es macht so ein kleines Geräusch dabei. Das mag ich auch sehr gerne hören. Und ja, man kommt zur Ruhe, das entschleunigt alles so ein bisschen. Und wie gesagt, ich mag das sehr gerne. Was bekommt ihr, wenn ihr so ein Diamond Painting bestellt? Ihr bekommt euer Bild auf Stoff, ist das gedruckt, und es ist eine klebende Fläche. Und damit da keine Fussel oder so dran haften bleiben und damit die Klebefläche eben schön bleibt, ist da eine Folie drüber und die zieht man Stück für Stück ab und kann dann hier die Steinchen draufkleben. Dann bekommt ihr natürlich die passenden Steinchen. So sieht das aus. Und es ist immer schön, sowas auszupacken. Also es sind sehr, sehr viele Steinchen. Die sind alle durchnummeriert. Und zu den Nummern findet ihr passend am Rand des Bildes eine Legende, sodass man immer gucken kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auf dem Bild so ein Dreieck, wo die Spitze nach unten zeigt. Dann kann ich hier auf der Legende gucken. Dreieck, Spitze nach unten. Aha, das ist die 797. Dann gucke ich hier 797 und dann habe ich die Farbe, die dahin soll. Also durchaus machbar. Dann habt ihr dabei so Ersatztütchen, man kann natürlich Sortierkästen und all sowas anschaffen. Wenn ihr das erste Mal macht, dann würde ich das einfach erstmal so machen. Ihr habt alles dabei, was ihr braucht. Dann habt ihr hier eben Ersatztütchen, wenn ihr die Tüten aufmacht, dass ihr die Steinchen da reinfüllen könnt. Schreibt die Nummer drauf, passt. Dann habt ihr dabei euer Standard-Equipment-Set. Das ist das Werkzeug, um die Steinchen hochzunehmen. Das ist Wachs, da wird der Stift reingetaucht, das zeige ich euch gleich nochmal. Dann ist dieser Wachs unten in dem Stift und damit kann man diese Steinchen hochnehmen. Und am tollsten finde ich ja dieses weiße Schälchen. Das hat so Riffel und es ist ein Basteltablett, ist das. Und das funktioniert tatsächlich. Beim ersten Mal habe ich gedacht, na, ob das wohl klappt. Man kippt die Steine da rein, schüttelt das und dann sortieren die sich richtig hin. Also jetzt nicht alle, aber die meisten. Und so kann man ganz einfach immer in die Schale tippen und dann auf das Bild. Ja, ich freue mich drauf, jetzt anzufangen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, ich habe jetzt hier mein Basteltablett, dann habe ich hier meine Wachsplatte und meinen Stift. Der hat hier vorne ja diese Tülle, würde ich es mal nennen. Die wird hier einfach reingedrückt. Und zwar nachdem ihr die Schutzschicht abgemacht habt, die auf dem Wachs ist. Ja, okay. Bis er das erste Mal gefüllt ist, ruhig ein paar Mal ausstanzen. Jetzt habe ich hier eben Wachs drin und kann damit die Steinchen hochnehmen. Gucke ich, wo ich anfangen möchte. Ich fange an der oberen Kante an und ich fange an mit den Feldern, wo das Z eingedrückt ist. Jetzt gucke ich auf meiner Legende, welcher Farbton das ist. So, dann kann man es eben schütteln. Und dann legen die sich gerade hin. Jetzt kann ich meinen Stift nehmen, nehme die einzelnen Diamanten hoch und setzt die. Der erste ist immer spannend. Setzt die in das vorgesehene Feld. Ich arbeite jetzt hier mit runden Diamanten. Das ist die Strass-Variante. Es gibt prinzipiell hier drei Varianten. Es gibt eine runde Variante, eine eckige und eben diese Strass-Variante. Das sind auch runde Steine. Für Anfänger sind die runden Steine wahrscheinlich etwas einfacher, weil die eckigen schon ziemlich gerade sitzen müssen, damit es dann nachher auch passt.
Bei den runden Steinen habt ihr, also das ist jetzt das, ich bin ja jetzt beim Z dabei und die, der Stoff darunter, also da, wo der Buchstabe drauf gedruckt ist, hat die gleiche Farbe wie der Stein. Das heißt, wenn das Bild nachher fertig ist, sieht man jetzt keine weißen Flecken oder so, wie das hier jetzt wäre, weil das ja runde Steine sind. Bei den eckigen Steinen ist es etwas gleichmäßiger, das Bild, weil die natürlich Kante an Kante liegen und damit den ganzen Stoff abdecken. Aber die sind eben auch etwas schwieriger zu stecken. Also schwieriger nicht, aber man muss ein bisschen genauer arbeiten. Die normale runde Variante, das ist ein undurchsichtiger Stein, hat die gleiche Größe wie hier meine Strass-Variante. Glitzert aber nicht so schön. Ich habe mir da jetzt so einen Leuchttisch drunter gelegt, einfach weil ich den noch habe, weil ich das öfter mache, was mir Spaß macht. Wenn ihr das öfter macht, dann lohnt sich das sicher, sowas anzuschaffen. Normalerweise kann man das aber auch so gut erkennen, was da drauf gedruckt ist. Nun ist es aber gerade ungemütlich draußen und es wird schon dunkel. Und ich habe nicht die ganz helle Beleuchtung hier an und deswegen freue ich mich über meinen Leuchttisch. So, was ihr auch machen könnt, ist, ich habe jetzt inzwischen das C, also ich bin jetzt ein Farbton weiter. Auf der Rückseite vom Stift habt ihr so ein Multitool, das ist so ein Multi-Aufnehmer, also damit kann man bis zu 6 Steinchen aufnehmen. Das mache ich jetzt mal, also genau wie die anderen kann man die aufnehmen. Das sieht dann so aus, die kann ich jetzt einfach in eine Reihe kleben, wo eben 6-mal der gleiche Farbton gefragt ist. Und zwar zum Beispiel hier. Und dann habe ich 6 Steinchen gleichzeitig geklebt. Das ist natürlich super, einfach weil es schnell geht. Ich persönlich möchte die aber lieber einzeln setzen, weil das ja Sinn der Sache ist. Ich mache das ja nicht nur, damit ich nachher ein Bild an der Wand habe, sondern einfach, weil das machen so viel Spaß macht. Bewegt das mal ein bisschen, könnt ihr vielleicht sehen, wie schön das glitzert. Ist natürlich gerade die Sonne weg. Kann man schon ein bisschen sehen, ne? Ja, ich mache jetzt erstmal noch eine Weile weiter und bin gleich zurück. So sieht das jetzt aus. Das ist etwas mehr als die Hälfte. Ihr könnt sehen, hier ist mein Leuchttisch drunter. Ich kann euch den mal ausmachen, dann seht ihr, wie es normal aussieht. Es funkelt, es glitzert, es macht Spaß. Ich habe festgestellt, ich bin auch gar nicht lange alleine, wenn ich das mache, weil meine Kinder gerne dazu kommen. Meine Mutter war auch da und dann auch gerne mal ein paar Steine stecken wollen. Also nun habe ich auch noch einen zweiten Stift da. Dann kann man sich nett noch dabei unterhalten. Das ist also wirklich ein schöner Zeitvertreib. Nun ist es langsam so, dass ich es auch gerne an der Wand haben möchte und gar nicht mehr so abgeneigt bin, die Rückseite von dem Stift aufzunehmen. So, willkommen zurück. Ein paar Tage sind vergangen. Ich bin jetzt fast fertig. Es fehlen noch 1, 2, 3, 7 Steinchen. Und zwar hier unten, könnt ihr das sehen, die stecke ich jetzt nochmal schnell. Ich habe das zwischendrin natürlich immer hochgenommen und weggelegt. So viel Platz haben wir dann doch nicht, dass das hier liegen bleiben kann. Wer sich da Sorgen macht, dass die Steine nicht halten, den kann ich beruhigen, das tun sie. Also es ist tatsächlich nicht ein Stein abgefallen. So, tada!
So, damit ist sie fertig. Ich habe noch mal ungefähr 7 Steine ausgetauscht. So gefällt mir das sehr gut. Ich habe den Rahmen passend hier. Der ist auch 60 x 60 cm groß. Den bekommt ihr auch direkt bei Picmondo, wenn ihr das möchtet. Okay, also das Rahmen gestaltet sich jetzt schwieriger als die Herstellung des Bildes. Ich schneide jetzt doch den Stoff hier zurück und klebe das mit Sprühkleber auf die Rückseite von meinem Rahmen. So, festgeklebt ist das, einfacher Sprühkleber. Das hält jetzt nicht, also wenn ich es jetzt so anhängen würde, würde es nicht halten, aber bis es hinter der Scheibe ist, hält es sicher. Da hängt sie. Die hängt jetzt erstmal bei uns im Wohnzimmer. Und die macht sich tatsächlich ganz gut da, finde ich. Mal gucken, ob sie dann noch umziehen darf, wenn ich mein Nähzimmer bekomme. So, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal ein Diamond Painting zu machen und euch nicht gleich an ein großes Bild rantraut, dann gibt es hier diese kleinen Bilder. Die sind kostenlos, da einfach damit ihr es mal ausprobieren könnt. Die haben auch die Strass-Variante der Steine. Die Rahmen könnt ihr extra bestellen. Es fallen nur die Portokosten an. Also ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.